So, da wären wir, die Chancer Lane. Hier gibt es eine ganze Menge interessanter Läden, oder nicht? Hier ist immer so viel los. Wir sind hier, um uns ein spätes Frühstück zu genehmigen, oder? Gute Idee. Jetzt brauchen wir nur noch etwas zu essen. Nanu? Du kennst doch sicher das alte Motto, ein Knurren aber aufbringt jeden Detektiv zu Fall. Nein! Das sagt doch niemand. Natürlich sagt man das, wenn unsere, wenn Catriel das sagt, dann sagt das jeder. Ja. Nun, zumindest sollte man das. Weißt du, wo ich jetzt so darüber nachdenke, kenne ich diese Straße gar nicht so gut, auch wenn die Detektei hier liegt. Das ist die ideale Gelegenheit, mal einen Spaziergang die Straße runterzumachen und sich besser mit unserer Nachbarschaft vertraut zu machen. Gassi gehen, was? Naja, wenigstens muss ich nicht an der Leine laufen. So, wen? Erstmal Hinweismünzen oder Ding? Hinweismünzen. Der Uhrturm. Mal gucken, aber ich glaube... Ich habe eine Kuriosität! Von hier aus sieht man auch, dass ein Zeiger auf dem Ziffernblatt fehlt. Wo? Nein, ich habe ein Rätsel. Wo? Beim rechten Fenster bei dem Bäcker. Rechtes? Da, da. Da, ja. Nein, Rätsel! Wo war ja? Wer hätte das gedacht? Ich schnüffle herum und stoße mit meiner Nase plötzlich auf ein Rätsel. Hey, Charles, wie bist du da hochgekommen? Das kommt vor, Charles. Ernest kann ziemlich gut klettern, er ist ein Affe. Das ist ja echt gemein gerade von dir. Warum? Du hast mich angestiftet. Ich kann nicht mal anstiften. Nein! Nein, tue ich nicht. Wehe! Keine Sorge. Wehe! Ich stifte dich nicht an. Das kommt Forsche. Rätsel findet man nämlich überall. Und da du dieses hier aufgestöbert hast, darfst du es auch lösen. Warum denn ich? Darum. Ich möchte sehen, ob es sich lohnt, dich zu behalten. Oh, wenn du es nicht lösen kannst, dann verstoßen wir dich. Okay. So, okay, warte. Rätsel Nummer 5. Außerirdische. Verwende eine spezielle Strahlenkanone, um die Flotte UFOs über den Straßen Londons auszulöschen. Jedes UFO trägt eine Zahl. So oft musst du es treffen, bevor es zerstört ist. Alle UFOs müssen zerstört werden. Die Energie jedes Strahls reicht nur für eine Linie. Du kannst dir die Richtung eines Strahls aussuchen, aber du kannst eine Linie nicht zweimal benutzen. Du feuerst, indem du die Strahlen berührst, an die der die Stelle berührst, an die der Strahl gehen soll. Das verstehe ich gerade nicht. Also, es ist so ein bisschen... Ich glaube, du darfst jeden Weg nur einmal gehen und musst aber einen Raumschiff mehrmals treffen. Mhm. Manche. Aha. Oh, das ist schwer. Hä? Warum war das jetzt falsch? Ich glaube, ich hab's gleich. Nicht. Nee, ich verstehe nicht, warum was falsch ist. Was ist falsch? Irgendwas war gerade falsch und ich verstehe nicht, warum. Was hast du denn falsch gemacht? Ich mach mal nochmal. Also du darfst ja nur jeden Weg einmal gehen. Ja, das habe ich auch gemacht. Warum denn? Ich verstehe es nicht. Wenn ich da oben bin, kann ich doch theoretisch runter, dann wieder links. Ich verstehe es nicht. Ach so, man hat Energie. Ja, man hat Energie. Das habe ich nicht gecheckt. Oh. Ich bleib immer bei einem übrig irgendwie. Okay, also ich mach mal das als erstes. Ah.
Eins, zwei, drei. Yes! Nein! Mir fehlt eins! Ein gutes Rätsel ist wie ein Lutschbonbon. Mir fehlt eins. Man nennt mich nicht umsonst Sherlock aus Holmes. Nice. Auch geschafft. Okay. Ich glaube, das war jetzt auch auf verschiedene Arten und Weisen zu lösen, ne? Ja, aber also ich habe eben nur einen Strich zu viel irgendwo gemacht, gehabt. Kuriosität. Das ist echt gut. Ja. Eine Kuriosität. Du hast es geschafft. Jetzt ist die Stadt wieder außer Gefahr. Es war die richtige Entscheidung, sich auf das UFO mit der höchsten Zahl zu konzentrieren und dabei die UFOs um es herum zu bekämpfen. Ich habe eigentlich erstmal die ganzen Einsen weggemacht und dann die 4 und die 2. Ach so, ja, ich hatte die 4 immer so mitten dazu irgendwie. Haha! Für einen alten Spürhund wie mich ist das ein Spaziergang. Hervorragend, Sherl. Dann kannst du ja sogar Rätsel lösen. Was für ein Superhund. Ja, ist beeindruckend, Joe. Mit dir werden wir noch jede Menge Spaß haben. Oh, weißt du was? Man versucht die UFOs mit Lokomotiven zu beschmeißen. Und dann sagt einer, oh nein, wir haben keine Züge mehr übrig. Huchi. Da ist mir kurz der Sound flöten gegangen. Oh. Ah, mein Sound! Ja. Ah, mein Sound. Ah, mein Stylus. Ups, ich habe gerade versehentlich das da wollte ich haben. Irgendwie hört sich das... Oh. Warte mal. Ja, habe ich schon gemacht. Ja, ist beeindruckend. Spaß haben? Habe ich gemacht. Echt? Habe ich gemacht. Du hattest Spaß mit ihm? Ja. Eine Menge? Ja. Irgendwie hört sich das nicht gut an. Okay. In dem Fürst von dem Haus. Welches? Das rechts. Ganz rechts. Ganz rechts? Da im Fürst, genau. Gut, dass ich jetzt weiß, was ein Fürst ist. Ja. Der Dachfürst, ja, den gibt's ja. Und der wird übrigens nicht mit Ü geschrieben, sondern mit I. Ich weiß. So wie First. Ich weiß. Ich wollte es nur für alle anderen sagen, aber hab dich dabei angeguckt. Architektur. In dem einen Büschlein, genau da. Da war Schöll drin. Was jetzt? Warte mal. Nee. Ich liebe es. Ach nee, das. Ich liebe es einfach so draußen zu sitzen. Was für eine wunderbare Idee. Man kann der Welt in ihrem Lauf zuschauen, während man einen Earl Grey genießt. So ein Leben wünscht man sich. Ja, wer es braucht. Ich würde auch lieber immer draußen sitzen. Die Leute mögen keine Hunde in Restaurants. Oh, hier ist noch was. So in der Lampe. Und in der. Na, ich glaube, da bist du. Kuriosität! Ah, hier, guck mal. Das Einwegglas. Ja, Einmachglas. Eigenartiges Einmachglas. Okay, und in der Lampe oben, in der Laterne. Okay, dann müssten wir eigentlich genug haben. Okay, die Frau? Ja. Geht gar nicht. Oder welche? Die sah so auffällig aus. Ach so. Einer von denen beiden. Okay, den Kellner? Den Kellner. Den Charmeur. Charmeur? Oh Gott, sieht der aus! Oh, doch nicht Charmeur. Wie soll man denen denn sprechen? Oh, schaut mal, was für eine herrliche Terrasse dieses Restaurant hat. Ciao, Bella. Darf ich Ihre Bestellung aufnehmen, Signorina? Ah, vielen Dank. Oh, hallo. Er tut doch ein bisschen zu freundlich, oder? Ach, das ist der Italiener-Typ aus dem Italiener bei mir. Hey, sie will heiraten. Sie sagt Ehe. Ach so, ja. Der ist genauso schmutzig wie der Typ aus der aus dem Italiener bei mir. Oh Gott. Dem Lollis. Na, hier hast du ein Lolli. Danke. Hier hast du mehr Lollis. Danke. Ehe
wir zur Bestellung kommen, so wollte ich Ihnen noch rasch eine kurze Frage stellen. Ist hier in letzter Zeit etwas Ungewöhnliches passiert? Etwas Ungewöhnliches? Nun, in letzter Zeit ist eine ganze Menge Bestecke verschwunden. Gabeln und Löffeln und solche Dinge. Oh ja, und eine Silbertablette ist auch weggekommen. Meinen Sie, dass das alles gestohlen wurde? Oh. Es ist schwer zu sagen, es gab keine Spuren eines Einbruchs und der Geldfall auch keines. Demzufolge scheint es nicht wirklich ein Einbruch gewesen zu sein. Ich verstehe. Und trotzdem vielen Dank. Können wir dann bestellen? Ich hätte gern die Tentakel-Spaghetti mit einem Stinkkräutersalat als Beilage. Los, Flora, koche bitte meine Fudi! Meine Gurkenbrote! Ja, genau. Und möchten Sie auch noch eine Gurkenbrote dazu? Als Beilage Gurkenbrote. Gurkenbrote. Klingt ja lecker! Und dann noch die Spezialität des Kochs, das ominöse Omelette, das Höllenfeuer-Risotto und die Pilz-Gnocchi. Alles Surprise, bitte. Alles gleichzeitig. Und da soll noch einmal einer sagen, Hunde wären verfressen. Einen kurzen Moment dachte ich eben, es wäre dir ernst mit der Detektivarbeit. Was habe ich vorhin gesagt, Joe? Ein knurrender Bauch bringt jeden Detektiv zu Fall. Und wie knurrt dein Bauch ungefähr so? In Ordnung, ich muss das alles aufschreiben, bevor ich es vergesse. Ich wollte es kurz untermalen. Was, wie? Mit deinem Ding. Ja. Ich hab's! Ah, mein Stylus. Hab's schon. Ich hab meinen Stylus auch. Ja gut, das ist ja jetzt nur wirklich nichts, was so schwer sein kann. Aus einem Restaurant in der Chancel Lane wurde Besteck und andere Silbergegenstände entwendet. Das könnte mit den anderen Metalldiebstählen in der Hauptstadt zusammenhängen. Oh, das war ein riesengroßer Magnet! Oh, das war eine Elster. Ja. So, jetzt ja. Eine riesige Elster, die einen Zeiger stehlen kann. So, jetzt diese Frau hier. Diese nette Dame. Ja. Ah, das ist ja wirklich eine nette Dame! Das ist halt echt eine Frau, oder? Ich glaube. Ach scheiße, man müsste halt jetzt den Namen wissen. Oh Gott. Irgendwas mit Doros. Dorosu. Ich glaube, das ist doch ein Mann, aber es sieht wohl weiblich aus. Ja, dann sprichst du ihn doch. Ah, in diesem Schuppen bekommt man die besten Meeresfrüchte der Stadt. Bei Neptun. Ah, ich weiß, wie man die sprechen muss. Ah, okay, dann mach ich. Ja, ja. Ah, in diesem Suppen bekommt man die besten Meeresfrüchte der Stadt. Früchte der Stadt. Bei Neptun. Ich habe alle Weltmeere befahren, aber dieser Laden übertrifft sie alle. Weil ich glaube auch hier das rote Hals-Dings und die blau-weiß gestreichte, das ist Marine. Ah, ja, ja. Okay, jetzt sieht es eher aus wie. Jetzt habe ich mir den Bauch voll geschlagen. Also kann ich wohl in See stechen. Ich muss schließlich wieder an die Arbeit. So, schauen wir doch mal. Welche Zeit zeigt denn Big Ben? Oh gut, wenigstens ist es nicht das ruinierte Ziffernblatt, das man von hier aus sieht. Das wäre mal wieder typisch für mich. Insbesondere nachdem ich auch noch meine Uhr verloren habe und so. Jetzt muss ich mich eben voll auf den guten alten Uhrturm verlassen. Himmel, der fehlende Zeiger der Uhr scheint den Leuten offenbar schon Unannehmlichkeiten zu bereiten. Genau, deshalb müssen wir mit der Ermittlung auch vorankommen und nicht jedes einzelne Gericht auf der Karte inspizieren. Der erste Name, der mir in den Sinn gekommen ist, wo ich die Person gesehen habe, war Sivan. Wieso spricht mein Opa? Meinst du das jetzt? Nein, so als Scherz gemacht. Das mit Silvana? Ja. Das solltest du nicht sagen. Vor allem niemand weiß, wer die große Hexe Silvana ist. War jetzt auch als Gag für dich gedacht. Danke. Okay. Ich fand's lustig. Weiß ja niemand. Ja, und du darfst lesen. Okay.
Ach, das war wirklich köstlich. Ich glaube, ich bin sogar vielleicht satt. Vielleicht? Du hast doch gerade für 4 gegessen. Hör doch mal auf, mich als 4-Fraß hinzustellen. Du und Arnes habt doch mitgegessen. Ja, und es war lecker. Also jedenfalls sollten wir jetzt mit der Ermittlung weitermachen, oder? Eine gute Idee, Shirt. Wir müssen diesen Zeiger einfach zurückbringen, bevor Botschafter Definés Besuch beginnt.